Hallo? Wer bist du? Ich bin Dürfer. Willst du uns anschließen? Was ist das? Ich bin ein Mann, lass uns genau attacken! Ein Eiswanderer! Mir ist kalt, wir sind komische Monster! Ich muss ehrlich sagen, ich habe Hunger. Gucken, ob wir irgendwo Tiere finden, weil ich glaube, Pflanzen finden wir mit Sicherheit nicht in der Kälte. Also ich würde sagen, ich glaube, die sinnvollste Sache ist, dass wir uns vielleicht erstmal aufteilen. Leute, ich würde mich mal an dieser Stelle abkapseln und versuchen, das irgendwie zu bergen. Vielleicht bringt es uns weiter. Das soll schon passieren, Leute. Alles gut. Haut rein. Ein Lagerfeuer machen und uns wärmen. Jetzt wird es hoffentlich warm. Schaut mal unten. Gelegenheit, eine Option bekommen, wo wir uns gemütlich ausruhen können. Dann können wir die großen Probleme angehen. Weil ich habe keine Ahnung, wie wir hier gelandet sind. Aber ich möchte sicher nicht hier ewig bleiben. Na, der erzählen, wo ist er? Der ist jetzt schon wie lange weg? Der ist schon Stunden weg. Wo ist der? Er wollte doch nur schnell das stinkende Zeug holen. Eingefroren, erfroren oder was bei der Kälte? Ja. Oder wurde er angegriffen? Ich glaube, ich bin mehr als fündig geworden. Das ist eine riesige Felswand. Und da geht es ganz tief runter. Mutig voran, weil wenn unser Kamerad da reingerutscht ist, dann sollten wir vielleicht wirklich was dagegen tun. Hey, der Vorteil! Pass auf dich auf! Oh Leute, ich bin am Erfrieren. Leute, meine Rüstung ist komplett weg. Oh Gott, ey, was ist passiert? Da bist du ja wieder, Gott sei Dank, ey. Oh Gott. So, was meinst du? Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben Schafe auf einer Wildbahn gesehen. Wenn es nichts sah von hinten, einfach einen kritischen Schlag aufs Genick. Kleine Schiff, tut mir leid, ich hab nichts gesehen. Mobs einfach noch stärker. Ich glaube, wir haben ein Problem. Ich trau ja dieser blöden Gaia-Dings nicht, oder? Lass uns jetzt unser Freund suchen. Oh, geht's richtig tief runter. Mr. Joe! Hallo? Hört mich jemand? Ich hab's euch doch gesagt, dass da jemand ist. Was ist das passiert? Ich hab keine Ahnung. Ich hab nach diesem stinkenden Zeug da gesucht. Ich hab auch eine Perle, ich könnte auch... Ah, was war das? Jetzt gehen wir aber. Bevor sie noch spuckt. Sprach, schaffen Sie das denn? Oh nein! Oh nein, Hilfe, ah. Hilfe, Hilfe! Wie ist ein Mann? Wer ist denn? Hilfe! Wer sind Sie denn? Wer bist du eigentlich? Jose 100, heiß ich. Du stellst mir zu viele Fragen, mein Freund. Warum hast du in deinem Namen eine Zahl? Er ist ein Roboter. Ist es die Höhle, von der Sie berichtet haben? Das ist die Höhle, wo alles... Das sind wirklich Schafe. Ja gut, Leute, dann ich würde Folgendes vorschlagen. Hier scheint ja schon jemand sich bereit gemacht zu haben. Wollen wir einfach mal so uns ein bisschen verteilen, schauen, was abgeht, hoffen, dass der Schneesturm vielleicht ein bisschen nachlässt. Ja, aber im Sand wir nicht weiter als 200 Meter, nicht dafür wieder einsuchen müssen. Ich habe keinen Bock auf Anrufe. Weiter. Ja, passt auf euch auf, Jungs. Oh, mein Schädel. Wo bin ich? Ist das... Oh, fuck. Mr. Spark, hörst du das? Moment. Gott. Hier hinten stöhnt jemand rum. Hallo? Seid ihr's? Wir waren doch gerade in der Höhle drin. Wo kommen denn diese Stimmen her? Höre ich schon wieder Stimmen? Das kann doch nicht sein. Nein. Hallo, ist hier jemand? Mister! Ihr seid's! Wir haben uns eben der Höhle aufgewärmt, aber irgendwie war keiner. Wo hast du dich denn versteckt? Ja, ich war die ganze Zeit hier. Ich lag hier und ich hab... Oh mein Gott, wo seid ihr die ganze Zeit gewesen? Moment. Ja, wir haben ja ein bisschen erkundet, aber... Warst du nicht der, der den alten Mann geschlagen hat, als du nach seinem Namen gefragt hast? Da müsst ihr euch vertun. Das würde ich doch niemals... Wir sind hier auch gemacht, das... Nein. Also das kann nicht sein. Aber ich lag die ganze Zeit hier in der Ecke. Habt ihr mich nicht gesehen? Hier in der Ecke lag ich, hier. Ja, okay, ich muss sagen, da waren wir nicht. Wir waren nur am Feuer, ehrlich. Okay, genau. Okay. Wo sind die anderen? Und vor allen Dingen, ist dieses Monster noch da? Ich habe von dem Ding quasi eine Faust kassiert und jetzt bin ich hier wieder aufgewacht. Also die anderen sind ein bisschen durch die Gegend gegangen. Wir wollten uns nach anderen, also generell nach den anderen rumschauen. Wir waren eine große Gruppe und irgendwie sind wahrscheinlich alle verstreut. Wir sind zurückgekommen, haben aufgewärmt und esst erstmal was. Ich habe hier nehmt euch mal was. Ich war fleißig, okay, wie ihr seht. Die Höhle ausgebaut. Wie waren eure Namen nochmal? Du warst? Mein Name ist Spark. Dein Name war Spark und du bist? Ich bin Jaffa. Jaffa, genau. Okay, passt auf, Folgendes ist passiert. Also dieses riesige, was ist es? Ein haariger Affe? Ein Schneeaffe? Ich weiß nicht, dieses Monster hat mich auf jeden Fall angegriffen. Und dann habe ich noch jemanden kennengelernt, der heißt Tobi und der ist weg. Und mein Sohn Rumatra ist auch irgendwo verstreut und ich weiß alles nicht mehr. Aber das ist jetzt auch alles nicht so wichtig, denn wir haben Folgendes. Wir haben hier ein Feld. Seht ihr das? Unsere Rüstungen gehen ja ständig kaputt und wir können jetzt quasi, wenn wir die Schafe hier vorne vermehren, die einfach töten, deren Fleisch essen und uns neue Rüstungen machen. Das ist doch schon mal was, oder? Mit Schafen kennen wir uns auch. Sebo erzählt die Geschichte vom Kakaoschaf. Das was? Mister, wie ist erstmal Ihr Name? Ich bin Revi. Hallo, Revi. Pass mal auf. Habt ihr auch so einen Trinkbeutel hier? Nee, wir nehmen Wasserflaschen, aber irgendwie ist das so ein bisschen, naja. Ja, nehmt mal so einen Trinkbeutel, das ist super. Warte, erzähl die Geschichte. Ja, und du machst Trinkbeutel. Pass auf. Es war kalt an dem Abend, als wo wir uns angetrennt haben. Da haben wir einen Höhlen gefunden, haben uns da eingebuddelt, haben ein neues Zuhause gebaut und dann haben wir Schafenschlachtung machen. Und ich schaff das nicht. Wie, du schaffst das nicht? Gucken die an. Ja, guck mal hier. Schau mal, das ist doch gar nicht so schwer. Kommt mal mit. Wir haben hier Schafe. Wir vermehren die einfach. Guck mal. Die machen Kinder. Und dann gehe ich rein und bring einfach diese... Scheiße. Mein Gott, wir müssen irgendwie ja überleben, oder? Ich weiß das doch. So, wie komme ich jetzt hier... Was ist denn? Ich werd hier von irgendwas angeschossen. Angeschossen? Wer schießt denn hier? Weiß ich nicht. Du hast einen Pfeil im Herzen.
Ein Pfeil? Warte mal. Was ist der? Ey, lass mich nicht. Ich komm bitte nicht. Ey, nimm den anderen. Okay, 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 okay. Holt die Speere raus, verteidigt euch. Wir werden angegriffen. Das ist der Angriff von Gaia. Habt ihr doch keinen? Nein, wir haben nur Steinschwerter und Knochenäxte. Oh Gott, ihr habt euch überhaupt nicht vorbereitet, oder? Was habt ihr denn die ganze Zeit gemacht? Ich meine, wir haben hier Fortschritt erwirkt. Wir haben eine Geheimwaffe. Okay, was denn? Waffen? Wir haben Schnee genommen und dort Klumpen reingemacht. Zeig mal. Aua, spinnst du? Das tut voll weh. Ja, siehst du, viel besser. Gib mir einen davon, gib mir einen davon. Ich will auch einen Leute haben. Leute, hinter uns. Psst. Besser, Vorsicht, hinter dir. Ich rette dich. Hey, Fähigkeiter, wo bist du? Ein Wilder. Ich glaube, der kann nicht reden. Der ist stumm oder so. Bleib Wie ist dein Name? Sprich. Hallo. Wie ist dein Name? Na, habt ihr Angst? Wer bist du? Wir sind wohl offensichtlich in der Überzahl. Wer zur Hölle seid ihr? Ja. War der und am du bist doch, dabei? Du bist nicht in der Position zu fliegen. Ich am Anfang unterwegs war. Hä? Ja, du bist. Warte mal, bist du Mo? Wie siehst du aus? Was passiert? Du blutest. Woher kennst du meinen Namen? Ja, weil du mich gesagt hast. Hey. Du hast dich am Anfang vorgestellt, wie alle anderen. Geh mal schön in die Mitte vom Kreis zurück. Ja, du bleibst da. Du bist nicht in der Position, Fragen zu stellen, mein Freund. Wer bist du? Ja, ich bin Revi. Das ist Jaffa und das ist Spark. Jaffa? Was ist das denn für ein Name? Ja, auszulachen! Hey! Du willst keinen Ärger mit uns, wir sind in der Überzahl. Okay, wartet mal. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin und was hier passiert. Ja, das wissen wir auch nicht. Herzlichen Glückwunsch. Wie kann das denn sein? Was ist das da hinten? Hast du das da gebaut? Das ist meine Festung, ja. Warte mal. Führ uns mal dahin, zeig uns mal deine Festung. Los, hinter! Eine falsche Bewegung und du hast eine Axt im Nacken wie ein Schaf. Sich eine Festung gebaut. Los, führ uns in deine Burg, komm. Zeig uns. Kommt mal mit. Aber passt lieber auf, wo ihr hintretet. Der hat sogar ein Tor, guck mal. Der ist verrückt. Wie hast du das gemacht? Der Typ ist ausgestattet, guck mal. Mach auf, los. Etwa keine Axt. Natürlich haben wir eine Axt. Öffne die Pforte. Na, kommt mal rein. Was ist das denn hier? Der hat herzlich sogar ein Feuer willkommen. Hier. Heiligen Scheißen. Warte mal, was ist das hier? Was ist das hier? Guck ja nicht da rein. Hallo, hey! Der Typ ist reich! Was hat der? Ja, guck mal da rein. Schaut mal deine Kiste rein. Los, lass mal meine Kollegen an deine Kiste ran. Los, Fremde. Was hat der in der Hand? Wow! Was hab ich da in der Hand? Das ist ein Speer, mein Lieber. Du willst doch lieber nicht schmecken, ja? Okay, wir sind in der Überzahl. Was willst du machen, wenn wir dir jetzt deine Festung wegnehmen? Ach, weißt du was? Ich bin so verzweifelt. Ich weiß doch einfach nicht mehr weiter. Hä? Wo kommt der denn? Mein Gott. Dieser Umbruch ist hier. Ich weiß doch gar nicht, was hier abgeht. Das wissen wir doch alle nicht. Warum greifst du uns denn am Anfang an? Bist du dumm? Dann sollten wir Hand in Hand arbeiten. Ja, wirklich. Ich hab doch Angst. Ja, und dann schlägst du mich einfach. Ich hab auch mein Gefühl. Hast du das Monster nochmal gesehen? Lasst! Welches Monster? Na, dieses riesige Schneegedöns-Monster. Diesen Gaia, meinst du? Ja, genau den. Genau. Hast du ihn nochmal gesehen? Gaia, warte mal, ich hatte einen Traum, in dem mir irgendeine Stimme zu mir gesagt hat, ich soll Gaia nicht vertrauen. Okay, und wie sieht's bei euch aus? Wir haben Gaia bisher noch nicht gesehen, wir haben einfach nur um unser Überleben gekämpft in der Zwischenzeit. Okay. Pass auf, Fremder. Ich hab die ganze Zeit Hunger. Pass auf, wir drei hatten sowieso vor, unsere Festung da oben ein bisschen auszubauen. Das ist zwar ganz nett, was du hier hast, ich sag dir aber ehrlich, ein 3, 4, 5 Zentner schweres Tier wie Gaia steigt hier einfach drüber. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Du musst ja auch noch fertig. Pass auf, wir machen dir folgendes Angebot. Willst du mit uns Hand in Hand arbeiten? Ich weiß doch gar nicht, ob ich euch vertrauen kann. Am Ende verarscht ihr mich. Wem denn? Willst du lieber dem Monster vertrauen oder uns? Oder bist du so wie Petrit, der dreckige Kaktus, der sich mit Gaia anbändelt? Ehrlich? Petrit, dieser Grüne? Ja, der Grüne, richtig. Genau der Typ, der mit uns am Anfang an unterwegs war. Du musst dich entscheiden, mein Freund. Also was jetzt? Ja, okay, pass auf, dann machen wir jetzt folgendes. Nimm deine Sachen mit, wir helfen dir beim Tragen, du bringst deine Sachen zu uns rüber und dann kümmern wir uns erstmal darum, dass wir klares Wasser haben. Hast du da vielleicht eine Idee? Nein, warte mal. Wir machen es so, ich bleib hier in meiner Base. Es wird alles brüderlich geteilt. Ich hab doch hier nicht umsonst stundenlang geschuftet. Ich behalte es hier, aber... Nein, guck mal, Gaia wird uns angreifen. Er hat es mir prophezeit, er hat es gesagt. Okay? Zeigt mir doch erstmal, was ihr da habt. Ich hab doch gar keine Ahnung. Okay, bist du... Ja, dann komm, dann gehen wir mal rüber und dein lustiges Schloss hier und lassen. Was ist denn mit dem dreckigen Wasser? Gibt's da eine Lösung, oder? Ja, da müssen wir uns was überlegen. Hast du da vielleicht eine Idee, Spark? Wir können das vielleicht filtern, das Wasser. Okay. Und den ganzen Schmutz rausfiltern und es vielleicht ein bisschen aufwärmen. Ist das verträglicher? Okay, lass uns mal in die Basis gehen. Mir ist verdammt nochmal kalt. Sag mal, ist es hier immer so? Schneit's hier dauerhaft? Glaub mir, wir sind da in der Eiszeit gefangen oder sowas. Das ist ja eine Hölle, ist das ja. Das stimmt. Ja. Okay, also wer fehlt denn da noch von unserer Gruppe? Es fehlen dieser Hugo von Anfang, dieser etwas, naja, der das war eine Frau, war das, hat der bei mir sagen. Ja, richtig, genau. Diese Frau, der mit der Männerstimme, dann dieser Clown. Habt ihr nochmal diesen komischen Typen gesehen? Wie hieß er? Joe?
Wir haben uns zusammengetan mit Joe und Krokon. Kroko. Ja, genau, ich erinnere mich. Ja, mein Sohn Rumatra ist immer noch wobei ich, wenn ich ehrlich bin, ich weiß nicht mehr, ob das überhaupt mein Sohn ist. Er sagt die ganze Zeit Vater zu mir, aber das, mir könnte jeder erzählen, er ist mein Sohn. Naja, also, passt auf, diese Höhle in meinen Augen bietet sie einen ganz guten Verteidigungspunkt. Ich meine, die geht tief rein, vielleicht können wir sie noch ein bisschen ausbauen. Und wenn wir mehrere Wälle hier dazu zimmern, guck mal, ich meine, wir sind in einem Tal. Hier sollten wir doch sicher sein, oder? Das ist besser als eine Burg mitten im Nirgendwo. Ja, das aber stimmt, sicher, so eine Höhlenwand ist fester als so eine Holzwand. Ja, und Gaia war doch auch am Anfang hier. Warum ja, richtig, und deshalb, sein? Genau, und das ist das Gute. Irgendetwas verbindet ihn mit diesem Ort. Irgendwas hat er mit diesem Ort. Er kommt immer wieder hier zurück. Immer wenn ich mich näher, ist er hier. Alles gut, meine kleinen süßen Mäuse. Du hältst deine verdammte Fresse, wenn du willst. Entschuldigung. Ramm ich dir sofort den Speer quer hinten rein. Papa Jürfer, befreit euch. Ihr Spark, kommen Sie mal, Sie brauchen... Wir brauchen, stopp! Das Feuer ist blau. Guy hat das Feuer kalt gemacht. Verdammt nochmal, okay. Ich hab wieder Angst. Nee, nicht schon wieder. Jaffa, mach dir keine Sorgen. Es kann sein, dass er gerade unter uns ist, okay? Lasst uns davor einfach... Davor hast du Angst? Ich hab von Gaia gestern die Pranke kassiert und ich bin erst nach 2 Tagen wieder aufgewacht. Also, naja, gut. Spark, hast du vielleicht irgendetwas im Kopf, wie wir das irgendwie säubern können? Ey, Leute, also. Hinter uns, ein Speer. Okay. Lass mich das klären. Wer auch immer da draußen ist! Nein! Komm zurück. Okay, jetzt, ich hab da den Film gesehen, wenn man laut schreit. Lass uns einfach jetzt so tun, als hätten wir nichts bemerkt, okay? Was passiert denn jetzt hier? Er kann unsere Angst riechen, glaube ich. Okay, also Spark, gut. Du hast du vielleicht eine Idee für etwas? Ich glaube, wir sollten unter anderem Holzkohle verwenden. Damit kann man sehr gut Wasser filtrieren. Ja, schau mal hier, ich hab sogar welche. Hier, im Ofen. Holzkohle, nimm mal. Das ist wunderbar. Ja. Und vielleicht noch mit ein bisschen Holz und ein Gefäß, sodass das Wasser nicht hinausläuft. Holz ist so ein bisschen nicht so gut wasserhalten. Das kann aus sämtlichen Ritzen rausfließen. So ein bisschen was Glasiges. Wir haben so Flaschen gemacht. Nimm mal Flaschen. Ja. Sand? Sand. Ja. Kein Sand in dieser Welt. Wir haben Sand in Decken bei uns. Genau, wir könnten zum Fluss runtergehen. Dort wäre Sand. Okay, dann machen wir wohl eine kleine Mission. Auf geht's. Okay, und sag mal, wie habt ihr diese Speere gemacht? Haltet die Augen offen. Ich kann es dir nicht sagen, die verschwinden einfach und kommen immer wieder. Kennt ihr noch den Weg? Jafar, du bist doch wieder gelaufen. Warte mal, okay. Was ist los? Was ist das in meiner Hand? Was ist denn in deiner Hand? Das wäre nicht gut, wenn du was rausziehst. Nein. Moment. Das ist nicht von mir. Du bist ein Hexenmeister. Wissenschaftler, untersuch das mal. Das ist gerade einfach in meiner Hand gewesen. Hier passieren seltsame Dinge. Dort, Das riecht Blut. Nach Menschenblut. Das ist Blut. Mama. Okay. Wir gehen schnell zum Fluss, bauen dieses Ding und dann verbarrikadieren wir uns hier und rüsten uns aus. Komm, Wissenschaftler, weg hier. Ich glaube, Gaia ist ganz unter uns. Der Letzte stirbt immer. Das habe ich hier gesehen, schon ganz oft. Ah, du. Ich weiß nicht, wohin. Mr. Spark, ich weiß nicht. Ihr lauft mir doch einfach hinterher. Komm. So ein Schisshasen habt ihr die ganze Zeit dabei, oder was? Hör mal auf. Der Spark hat dafür andere Qualitäten. Er kann extrem gut dichten, zum Beispiel. Ja. Und Jaffa ist eine herzensgute Seele, zumindest jetzt für die paar Minuten, wo ich ihn kenne. Ich bin ein super Typ. Genau das ist er, ein super Typ, hast du gehört? Oh, ich habe Angst, ich habe vielen es Geschichten. Es ist unglaublich kalt hier. Vorsicht, tiefer Schnee, ihr müsst jetzt hier ihr müsst jetzt hier über die Steine springen. Okay. Hilfe! Okay. Helft ihn! Hilfe! Wo ist der Idiot? Raus, komm raus, du erfrierst! Okay, über die Steine. Und ich hab doch extra gewarnt. Über die Steine hüpft. Den Berg runter. Einfach den Berg runter. Geradeaus jetzt. Da unten ist ein Fluss. Jetzt seht ihr mal, was wir durchgemacht haben hier seit ein paar Tagen. Ja, warum seid ihr denn auch so weit weggelaufen? Ja, wobei, mir ging's ja genauso. Ich bin ja genauso weit weg. Das ist nicht wirklich weit weg gewesen. Ja, das stimmt. Aber ich meine, auf Eis läuft sich auch relativ schwierig, ne? Okay. Ey, Leute. Ich hab ständig Durst. Leute. Ey, Leute. Da oben. Seht ihr das? Da oben. Fledermaus. Da fliegt was. Wo denn? Da? Was ist das? Erste Mal, dass ich sowas sehe. Ich habe die schon mal gesehen, aber... Eine Fledermaus bei Tag und im Schnee. Ja, das stimmt schon. Das ist ziemlich eigenartig. Genau, hier runter. Naja, komm, beachten die nicht. Vielleicht ist das Augen von Geiern. Lass so, hier. Hier leuchtet's. Guck mal, hier war unser Unterschlupf. Schöner bis hier. Oh, das sollten wir mitnehmen, das Ding hier. Das ist doch bestimmt jetzt eine Falle hier. Nein. Das ist unser altes Camp. Das haben wir abgebaut. Okay. So, und hier könntet ihr am Ufer ein bisschen nach Sand euch umschauen. Hier ist Kies und darunter ist auch gleich Sand. Oder da vorne, da ist auch noch was am Ufer. Wisst ihr was? Alles für die Gruppe, ich mach's. Wie viel Sand brauchen wir? Hier ist an der Seite, du musst da nicht tauchen. Buck. Ich werde tauchen. Oh. Oh Gott, hallo. So kalt. Hallo, Mr. Kakaoncha.
Und da ist ja Mr. Kakaonchef. Mr. Kakaonchef, ich komm zu dir. Hallo, Mr. Kakaonchef. Ich komm, Papa Jaffa kommt. Papa Jaffa kommt dich Hallo sagen. Oh, Mr. Kakaonchef. Geht's noch gut, wie ich sehe. Ich komm bald zurück. Dann gehen wir zusammen unseren Wegen, okay? Ich hab dich auch gern, mein Schatz. Mach's gut, ne? Auf Wiedersehen. Jaffa, komm! Ja, ich komm! Okay, wir haben genug. Lass uns zurück zur Basis gehen. Dann gehen wir wieder nach oben. Mr. Kakaonschaf ist noch da. Das Kakaonschaf ist noch da. Ja. Sehr gut. Egal, dann hat es sich ja gelohnt, das am Leben zu lassen. Ja. Ich werde es irgendwann umbringen. Nein, ey, machst du das bin sauer. Tut einfach mal gut, wieder unter Menschen zu sein. Ich habe jede Nacht irgendwelche Albträume. Ich drehe langsam durch. Ja, uns geht's da, glaube ich, allen ähnlich. Ich meine, wir sind irgendwo mitten in eine Eiswüste geworfen worden und haben alle keine Ahnung, was uns hier überhaupt erwartet. Okay, ignoriert das Geld, das Feuer hier. Ja, hier liegt ein menschlicher Schädel. Ach, oh mein Gott, guck mal. Oh, ja, hier ist alles voller Blut. Was ist das denn? Oh nein. Mama. Okay, gut, das hat nichts zu bedeuten. Das sind nur ein paar. Nein, das sind menschliche Köpfe, die Gaia hier aufgestapelt hat. Okay, wisst ihr was? Passt auf. Spark, wir beide kümmern uns jetzt einfach um dieses Wasserding. Der will uns nur Angst machen, okay? Ich brenne jetzt das Glas, okay? Was brauchst du noch? Ja. Ja, im Prinzip habe ich alles eigentlich dafür dann. Und bauen das alles gemeinsam auf. Oh mein Gott, okay, jetzt wird es wirklich gruselig. Ich bin raus. Ihr hört das auch? Ja, wir hören das auch. Okay, Gott sei Dank. Aber ich sehe ihn nicht. Ich kann eure Angst spüren. Gaia, wir haben keine Angst. Ich hab keine Angst. Du kannst noch so viele Schädel auftürmen, wie du willst. Die Zeit ist gekommen. Die Zeit ist gekommen für was, hä? Wenn die Nacht des sechsten Tages anbricht, dann werde ich euch vernichten. Sobald die Sonnenuhr auf 20 Uhr schlägt, treffen wir aufeinander. Und ich werde euch ein für alle Male aus dem Reich der Eiszeit verbannen. Nein. Was redet der? Mr. Gaia, hallo? Bereitet euch gut vor. Wir haben keine Angst vor dir. Mr. Gaia, ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich geb zu, ich hab Angst. Dahin verschwinde ich nicht aus eurem Kopf. Der sechste Tag. Der sechste Tag, das heißt Samstag. Okay, Samstag und wann? Am Samstag wird was passieren. Zum Sonnenuntergang war das, abends? Ja, und was hat er gesagt genau? Sonnenuhr 20? Was heißt das? Er möchte uns für immer aus dem Eis verbannen, aber wo sollen wir denn dann hin? Ich glaube, die Alternative bleibt das hier. Wir müssen also kämpfen. So soll es sein. Moment Samstag, denn? Wenn die Sonnenuhr 20 schlägt. Ja. Wir werden kämpfen.